Ja, hallo, erstmal willkommen zurück. Wie versprochen, 18 Uhr und es geht weiter mit dem Fußball. Ich hoffe, ihr habt die Pausen auch genutzt. Und jetzt geht's weiter mit Fußball, mit dem Finale der Europa League. Ne? Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Es ist die Top-Partie am heutigen Tage in diesem Wettbewerb. Es ist das Spiel, das sich kein Fußballfan entgehen lassen darf. Es ist soweit. Wir kommen zum Endspiel der UEFA Europa League, liebe Zuschauer. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind für Sie natürlich vor Ort. Die Atmosphäre ist hier schon grandios. Die Zuschauer fiebern diesem Spiel entgegen, wie ja überhaupt alle schon seit Tagen, seit Wochen diesem Spiel entgegenfiebern. Das wird heute Abend ein absolutes Highlight. Klingt nach einer unheimlich spannenden Partie, Buschi. UEFA Europa League Finale, es war ein langer, ein aufreibender Wettbewerb. So viele Mannschaften sind mit großen Hoffnungen gestartet, aber nun sind nur noch zwei Teams übrig. Nur noch diese beiden hier und ich denke, beiden kann man den Triumph zutrauen. Milan heute also mit zwei Wechseln in der Startaufstellung. Im Tor heute Gianluigi Donnarumma. Sime Vecsaico spielt mit Marcos Alonso in der Abwehr. Und sie starten nicht so offensiv, vorne nur ein Stürmer. Naja, aber wenn aus dem Mittelfeld Unterstützung kommt, dann kann das klappen. Ist natürlich immer was Besonderes, bei so einem Finale dabei sein zu dürfen. Das sind oft unvergessliche Spiele. Ja. Eine Liga hat ihren eigenen Reiz, aber solche Wettbewerbe, die haben einen ganz besonderen Reiz. Vor allem so ein Finale. Da herrscht dann doch nochmal eine ganz eigene Atmosphäre. Jeder, wirklich jeder weiß, worum es geht. Jeder weiß, was auf dem Spiel steht. Und jeder weiß, am Ende dieser Partie, da stehst du da unten auf dem Rasen und jubelst. Oder auch nicht. Du kannst ja auch verlieren. Der erste FC Kaiserslautern greift heute zu dieser Aufstellung. Bei ihm sehen wir das 4-4-2. Als Formation heute, ne? Und das mit einer Raute im Mittelfeld. Links und rechts jeweils einer. Und dann zentral einer für die Defensive und einer für die Offensive.
Brasnico. Tobin. Da verlieren sie den Ball. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Er ist frei, da kann was draus werden. Die Riesenchance. Da haben sie das Tor. Tor Nummer 1. Also in diesem Europa League Endspiel, ich glaube, die Antwort wird nicht lange auf sich warten lassen. Schauen wir uns das nochmal an. Da kann er aus kurzer Distanz anschließen. Das war dann am Ende kein Problem mehr. Den macht er sicher. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Da ist die Freude groß, auch am Spielfeldrand. Sie liegen hier vorne und es sieht gut aus. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Muss Einwurf geben. Brooks. Das gibt noch einen Einwurf. Brasnico. Jetzt das Anspiel aus dem Flügel. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Gute Aktion. Jetzt können sie einwerfen. Wird da eine Chance draus? Jetzt könnte er flanken. Den Ball holt er sich. Freistoß, mehr nicht, keine große Sache. Die kurze Variante jetzt. Da passt er auf, Ball geklärt. Loftus-Cheek. Sieht vielversprechend aus. Sie warten ganz geduldig auf Ihre Chance. Vielleicht müssen Sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Sie holen sich den Ballbesitz. Es gibt Einwurf nach diesem guten Zweikampf. Ball im Aus. Super Pass. Florian Thauvin. Die kurze Variante. Die Flanke hat er. Der Abschlag ist ihm völlig verunglückt. Kann jetzt gefährlich werden. Gute Aktion. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Das Tor wird hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können Sie jetzt das Spiel aufziehen. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. ...2-0 steht es hier. Sie machen einen guten Eindruck. Jetzt hat er den Ball wieder. Rafael Leao. Lucas Paqueta. Thauvin. Das war eng. Der Ball zischt über die Latte. Gut. Jetzt ist es gefährlich. So langsam wird ganz stark gemacht. Das gibt eine gute Gelegenheit. Etwas später. Und er ist frei durch. Aber so ist es abseits. Ballverlust. Z.
Sie holen sich den Ball. Loftus-Cheek. Lucas Paqueta. Jetzt der Schuss. Der war knapp. Da hätte der Torwart wohl nichts mehr ausrichten können. Und jetzt der Schuss. Da haben sie Glück. Der Ball geht knapp am Tor vorbei. Beim Ballbesitz ist der AC Mailand in diesem Spiel das klar bessere Team. Aber wo bleibt die echte Torgefahr? Wo bleiben die Chancen? Trotz der Überlegenheit haut es nicht hin. Da müssen sie besser werden. Wenn's kein Jetzt ist er auf und da vorne macht er das Tor. Das hätte sein zweites Tor heute sein können. Aber er macht ihn nicht. Trotzdem, gutes Spiel bisher. David Garcia. Und jetzt gibt's hier den Freistoß für Milan. Gut. Ah, ärgerlich, Ballverlust. Rafael Leao. Ich glaube, der Ball ist ein Tick zu weit. Gut. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Da zieht er ab. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Ecke in die Mitte. Ganz stark auf der Linie. Den Kopfball hat er. Tauber. Rafael Leao. Das Finale der UEFA Europa League. Es scheint entschieden. Und das schon zur Pause, Wolf. Deutliche Führung und es ist sehr, sehr überzeugend, wie sie hier bisher spielen. Wir gehen rein in die zweiten 45 Minuten. In diesem Finale der UEFA Europa League. Bisher ist es ein gutes Spiel. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Unwiderstehlich, wie er hier mit dem Ball am Fuß losläuft. Jetzt die Flanke. Ball kommt an den langen Pfosten. Das ist der Anschlusstreffer. Ist noch mehr für sie drin. Das Tor sehen wir jetzt nochmal in der Verlangsamung. Tolle Flanke von rechts. Das muss er erstmal so hinkriegen. Ja, der Treffer gehört zur Hälfte dem Vorlagengeber, keine Frage. Präzise Hereingabe hier und dann macht er es aber auch klasse im Abschluss. Das ist bei dir. Tolles Training in der Luft. Ballverlust. Rafael Leao. Bleibt sie? Das könnte die Gelegenheit geben. Fällt das Tor doch noch?
Nee, da waren sie nicht schnell genug. Konter ist erstmal zu Ende. Alle wieder hinten. Klasse Tackling hier. Rafael Leao. Klasse Aktion, Ball ist weg. Und er gewinnt den Zweikampf. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Schwaches Zuspiel. Kein Wunder, dass da nichts ankommt. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Ah, da geben sie den Ball ab. So wird das mit der Konterchance natürlich nichts. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Sieht gefährlich aus. Was macht er draus? Macht er gut. Sauberes Tackling und so haben sie jetzt Ballbesitz. Jetzt ist der Platz da. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt das Spiel aufziehen. Sie wurden als vermeintlich schwächer eingeschätzt im Vorfeld. Aber zu sehen ist davon nichts, Buschig. Nee, ganz und gar nichts. Sie spielen richtig gut, nicht nur wegen des Treffers, den wir hier nochmal sehen. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Der Ball ist draußen. Da kam das Zuspiel nicht an. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Pass auf außen. Marcos Alonso. Jetzt der Vorstoß. Lucas Paquetá. Stark gemacht, das könnte was werden. Oh, kein guter Versuch. Der ist komplett misslungen. War eigentlich eine gute Chance. Chance werden. Jetzt vielleicht. Glanzparade gehalten. Ecke kommt in den 16er. Da kommt der Schuss. Der Torwart ist da, hechtet zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend. Das zeichnet einen klasse Keeper aus. Ein echter Ritter. Ball ist draußen, es gibt Abstoß. Bislang kann er sich hier nicht so zeigen, wie man das erwartet hätte. Er kann definitiv mehr. Er kommt nicht so richtig zum Abschluss. Hat es richtig schwer in diesem Spiel. Er will den Ball. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Und jetzt die Chance. Ein weiteres Tor liegt in der Luft. Das wäre dann eine beruhigende Führung. Hey, das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an. Jetzt vielleicht. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Es gibt Einwurf. Jetzt wird's gefährlich. Gute Aktion. Sehr starkes Tackling. Nicht zum ersten Mal, dass wir das heute von ihm sehen. Es bleiben hier noch 8 Minuten. Andres Silva. Muniain am Ball. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Geht dazwischen und hat den Ball.
Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Jetzt ist Platz für den Konter. Und jetzt die Chance. Was für eine Chance. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Fahne ist oben. Da ist er etwas zu früh losgelaufen. Hier gibt es einen Wechsel beim 1. FC Kaiserslautern. Ja, schauen wir mal, ob das jetzt auch den erhofften Erfolg haben wird. Eine Minute noch. Ballverlust. Jetzt gibt es den Endspurt. 3 Minuten Nachspielzeit. Vrasnikko. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Ja, könnte was werden. Und die Sie haben es also geschafft. Das ist der Sieg in der UEFA Europa League. So ein bisschen gehen einem die Superlative aus. Überragende Leistung. Ja, das ist ein tolles Finale, das sie gespielt haben. Und zu Recht natürlich diese Bilder. Immer wieder schöne Bilder. Unglaublicher Jubel. Perfekt eingestellt vom Trainer. Und das ist jetzt eben die Belohnung. Und ich denke, da kann ich für uns beide sprechen, Wolf. Da können wir nur gratulieren. Das war eine herausragende Leistung. Herrlich, herrlich, herrlich. So, Freunde, was fehlt uns noch? Was fehlt uns noch? Das Wichtigste, wenn es um eine Preisverleihung geht, es geht um den Pott, es geht um den Pokal. Und man sieht die Vorfreude den Spielern ins Gesicht geschrieben. Ja, guck mal, ich könnte es gar nicht mehr abwarten. Gib uns endlich das Ding! So kann man das interpretieren. Her damit! Wahnsinn, das ist ja unser. Ja, UEFA Europa League, was für ein Triumph. Hoch das Ding! Jawohl! Du musst raus. Ja, der Verein gut. Der Stadt gut. Und es tut den Fans gut, ne? Ja, und tut uns gut. Uns auch. Tut gut! Gratulation. Herzliche Gratulation. Herrlich. So, jetzt geht's in die Kurve zu den eigenen Fans. Uschi, ich genieße einfach, wenn erwachsene Männer sich die Kleinkinder freuen. Herrlich. Tolle Bilder. Ein tolles Bild jetzt hier. Ich glaube, an diese Mannschaft werden wir uns noch lange erinnern. Ja, das ist ein sensationelles Team. Ohne Schwächen, einfach klasse zusammengestellt, auf den Punkt topfit und auch taktisch immer wieder überragend. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Er ist frei, da kann was draus werden. Die Riesenchance. Da haben sie das Tor. Tor Nummer 1, also in diesem Europa-League-Endspiel. Ich glaube, die Antwort wird nicht lange auf sich warten. Gute Aktion. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Da zieht er ab. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Jetzt die Flanke. Ball kommt an den langen Pfosten. Das ist der Anschlusstreffer. Ist noch mehr für sie drin. Macht er gut. Sauberes Tackling und so haben sie jetzt Ballbesitz. Jetzt ist der Platz da. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Stark gemacht, das könnte was werden. Oh, oh, kein guter Versuch. Der ist komplett misslungen. War eigentlich eine gute Chance. Das könnte die Chance werden. Jetzt vielleicht. Glanzparade gehalten. Und jetzt die Chance. Ein Ball.
weiteres Tor liegt in der Luft. Das wäre dann... Sorry, can we just grab a moment of your time? Thank you for your time.
Eine unheimlich wichtige Partie. Man merkt es an der Stimmung, an der Atmosphäre. Hier geht es wirklich um einiges. Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem heutigen Spiel. Ihre Kommentatoren heißen natürlich auch heute wieder Wolffuß und Frank Buschmann. Und wir freuen uns heute auf ein Gruppenspiel aus diesem Wettbewerb. Ich glaube, das wird spannend. Das wird interessant. Das ist ein Spiel, das sich kein Fußballfan entgehen lassen sollte. Aus meiner Sicht ein sehr reizvolles Gruppenspiel. Beide können sich kaum einen Punktverlust leisten, müssen auf Sieg gehen und das werden sie auch machen. Das wird spannend. Der Anstoß durch die DFB-Auswahl. Da sehen wir die heutige Aufstellung der deutschen Mannschaft. Im Tor Alexander Nübel. Serge Gnabry steht mit Leon Goretzka im Mittelfeld. Und heute starten sie hier mit zwei Stürmern. Es wird darauf ankommen, dass sie die Laufwege gut abstimmen, sich nicht im Weg stehen. Breel Donald Embolo. Gut. Zwei enorm talentierte Spieler, die wir hier auf beiden Seiten erleben. Und es sind beides Leute. Goretzka! Die DFB-Auswahl mit dem Treffer.
zeigt, was Wille ausmachen kann. Dieser Zug zum Tor, sehr, sehr druckvoll, ein schöner Sololauf, gekrönt von einem sehenswerten Treffer. Da ist die Freude groß, auch am Spielfeldrand. Sie liegen hier vorne und es sieht gut aus. Deutschland hier, also mit der Führung. Jetzt das Anspiel auf dem Flügel. Goretzka. Fuß. Leon Goretzka. Die Vorwärtsbewegung hier. Goretzka! Die deutsche Mannschaft macht das Tor. Er ist heute richtig gut drauf. Das war für ihn Tor Nummer 2. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Null steht hier, sie machen einen guten Eindruck. Weiter die Schweizer, Vorteil. Die Schweizer mit dem Freistoß. Gut vom Schiedsrichter. Er ermahnt den Spieler, anstatt gleich die Karte zu zeigen. Und wir sehen, Kommunikation ist wichtig auf dem Platz. Der Spieler weiß jetzt ganz genau, dass er aufpassen muss. Super gemacht, jetzt hat er den Ball. Gnabry. Könnte gleiche Höhe gewesen sein, aber er geht abseits. Seferovic. Embolo jetzt. Ist hier immer noch am Ball. Da können Sie erstmal klären. Gut. Jetzt ist er durch. Gnabry. Parade Sommer. Noch immer gefährlich. Serge Gnabry. Rodriguez. Freistoß Schweiz. Abstoß, Ball war draußen. Schauen wir doch nochmal auf das Tor von eben. Da zeigt er seine Schusstechnik. Ein tolles Tor. Kimmich, Goretzka, schöner Zweikampf, er spielt den Pass auf den Flügel, und jetzt Ricardo Rodriguez, und abgefangen vom Verteidiger diese Hereingabe, kein guter Abschluss hier. Gnabry, klasse Pass! Gnabry, mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Kimmich. Kann er was draus machen? Jetzt vielleicht. Ganz wichtig, da muss er hin. Das ist natürlich ärgerlich. Wäre hier eine gute Chance gewesen. Kimmich. Muss er aufpassen. Da wäre Platz für den Konter. Gut aufgepasst. Das wäre sonst eine richtig gute Gelegenheit geworden. Macht er gut. Wichtig. Er holt den Ball.
Fabian Ayeti. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Gut. Die Schweizer haben den Ball. Kevin Babu. Schönes, hohes Zuspiel jetzt. Seferovic. Gute Aktion, da ist die Flanke. Beide gefährlich. Den Schuss setzt er knapp daneben. Der Ballverlust. Trelembolo. Seferovic. Chaka. Die Schweiz mit dem Einwurf. Breel Donald Embolo. Super dazwischen gegangen. Gnabry. Guter Einsatz. Er hat den Ball. 3 Minuten Nachspielzeit kriegen wir. Schönes Zuspiel. Klasse! Seferovic. Der ist nicht drin, Buschi. Nicht drin. Also ich glaube, das versteht er selbst nicht. Der war sich zu sicher. Da fehlt die Konzentration. Jordan Torunariga. Gut. Guter Vorstoß da jetzt. Und jetzt die Chance. Er schießt. Stark von Sommer. Kimmich führt aus. Da können sie erstmal klären. Süle. 45 Minuten sind rum. Es steht 2-0. Auf keinen Fall ein Grund, jetzt schon aufzugeben. Das sieht gut aus, was er bisher macht in dieser Partie. Ihm gelingt heute fast alles, ist quasi nicht zu verteidigen. Stürzen wir uns also hinein, gemeinsam, in Hälfte 2 in diesem ersten Gruppenspiel. Mir persönlich hat die erste Hälfte sehr gut gefallen, gerne mehr davon. Da verlieren sie den Ball. Embolo jetzt. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Das sah so vielversprechend aus, dieser Konter. Aber das war dann doch nichts. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Der Angriff könnte was werden. Er versucht. Und da haben wir es, das Tor. Gab sicherlich schon schwierigere Aufgaben, aber egal, Hauptsache der Ball passt. Leichtes Spiel hier für die DFB. Sie setzen noch eins drauf. Konzentrierte Leistung bislang und ja, dann ist es gegen diese Mannschaft schwierig. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Einseitige Nummer. Sie liegen ganz klar vorne. Gut. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Die Riesenchance. Deutschland mit dem Tor. Seit seinem Treffer strotzt er nur so vor Selbstvertrauen und jetzt hat er den Doppelpack.
Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Die deutsche Mannschaft wechselt aus, ein neuer Mann kommt rein in die Partie. Ja, Niklas Süle verlässt den Platz und Antonio Rüdiger, ein Kraftpaket, kommt in die Partie. Das ist eine beruhigende Führung für sie. Chaka, keiner kann ihn da stoppen. Freistoß Schweiz. Ja, die werden den Ball scharf reinbringen und wir gucken, was sie draus machen. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Das macht er gut. Ist es das? Den Ball hat er, ganz souverän. Und er geht an ihm vorbei. Kein guter Schuss, der geht weit vorbei. Embolo jetzt. Ulises Garcia. Albian Ayeti. Fängt diesen Ball ab. Ja, könnte was werden. Jetzt vielleicht. Holt sich den Ball im eigenen 16er. Gute Aktion. Oh, das könnte was werden. Ein fantastisches Tor. Da hat er überhaupt keine Probleme beim Abschuss aus kurzer Distanz. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Die deutsche Mannschaft wechselt aus. Ein neuer Mann kommt rein in die Partie. Und da bin ich mal gespannt, wie das dann im Spiel vor allem auch taktisch aussehen wird. Albian Ayeti. Kevin Babu. Sie holen sich den Ball. Da verlieren sie den Ball. Wird's jetzt gefährlich. Jetzt vielleicht die Flanke. Und jetzt die Chance. Und jetzt treffen sie, aber sie liegen trotzdem deutlich zurück. Dieser Treffer ist auf jeden Fall nochmal eine Wiederholung wert. Von links zirkelt er da den Ball herein. Wunderbar, wie er das macht. Ein glücklicher Abnehmer. Schöne Hereingabe und auch der Treffer ist natürlich klasse. Da hat wirklich alles gestimmt in dieser Szene. 5-1 jetzt also der Spielstand. Am Ausgang des Spiels ändert das wahrscheinlich nichts mehr. Trotzdem die Fans. Das ist jetzt eine Chance. Der ist drin. Das ist heute sein Spiel. Er macht sein drittes Tor. Klasse. Der ist heute richtig gut drauf, Buschi. Eine überragende Leistung, schon sein dritter Treffer. Und diese Führung ist doch mehr als deutlich. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Hier diesen Pass, weg ist der Ball. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Den Ball kann er klären. Spielerwechsel auf Seiten der Schweizer. Buschi, es kommt ein frischer Mann. Warten wir mal ab, wie sich diese Umstellung dann im Spiel auswirkt. Klasse Pass!
Jetzt vielleicht. Wichtig, dass er da eingreift. Ja, sonst hätte es richtig gefährlich werden können. Er hechtet dahin, lässt nichts anbrennen. Kimmich führt aus. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Was macht er draus? Jetzt ist der Platz da. Er läuft ganz allein aufs Tor zu, aber macht ihn nicht rein. Der Torhüter reagiert gut und bleibt Sieger. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Blockt den Schuss erstmal ab. Embolo jetzt. Chaka. Jetzt gibt's den Endspurt. 3 Minuten Nachspielzeit. Das sieht vielversprechend. Und jetzt die Chance. Stark, das war's mit der Chance. Regulär sind's nur noch 60 Sekunden. Chaka. Albion Ayeti. Der Sieg also für den Gastgeber in diesem Vorrundenspiel. Der Schiedsrichter beendet diese Partie. Exzellentes Spiel, klarer Sieg. In überzeugender Manier fahren sie am Ende den Dreier ein, den überzeugenden Dreier. Da kann ich nur sagen, Kompliment an den Trainer. Hat die Mannschaft gut. Goretzka. Putz. Leon Goretzka. Goretzka! Die deutsche Mannschaft macht das Tor. Der Angriff könnte was werden. Er versucht. Und da haben wir das Tor. Gab sicherlich schon schwierigere Aufgaben, aber egal. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Die Riesenchance. Deutschland mit dem Tor. Gute Aktion. Ein fantastisches Tor. Hat er überhaupt keine Probleme beim Abschluss aus kurzer Distanz.
Fuß und Frank Buschmann sind heute wie üblich Ihre Kommentatoren. Und wir freuen uns heute auf ein Gruppenspiel aus diesem Wettbewerb. Das müsste eine klasse Partie werden hier. Aus meiner Sicht ein sehr reizvolles Gruppenspiel. Beide können sich kaum einen Punktverlust leisten, müssen auf Sieg gehen und das werden sie auch machen. Das wird spannend. Wir gehen rein in Durchgang 1. Anstoß Kolumbien. Jetzt der Ballverlust. Hier ist die Aufstellung von Kolumbien. Kurzer Blick noch auf die taktische Formation, Buschi. Ja, da sehen wir bei Ihnen heute ein 4-3-3. Drei Stürmer und klar, dass es über die Flügel gehen wird. Das Pressing der Gastgeber, Buschi. Werden wir das heute auch sehen? Wolf. Gute Ballführung. Das will er jetzt alleine machen. Da ist der Treffer. So kann es weitergehen. Oh, er hat gezeigt, was will er ausmachen kann. Dieser Zug zum Tor, sehr, sehr druckvoll. Ein schöner Solo-Lauf, gekrönt von einem sehenswerten Treffer. Vorteil Deutschland, die DFB liegt vorne. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Da wäre es fast passiert, aber der Torwart passt auf. Klasse gemacht, Wolf. Der Spieler ganz allein auf ihn zu, aber er bleibt ruhig. Quintero. Ballverlust. Jetzt die deutsche Mannschaft. Er schießt! Tor für die DFB! Da kann er das Tor nicht verhindern, obwohl er noch dran war am Ball. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. ...2-0 steht hier, sie machen einen guten Eindruck. Klasse Pass. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Und da ist der Ball wieder weg. Der Freistoß für Kolumbien. Ja, sie werden den Ball scharf reinbringen und wir gucken, was sie draus machen. Der Ball kommt. Wichtig, er holt den Ball. Stark gemacht, das könnte was werden. Der muss doch drin sein. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Einwurf Deutschland. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Sie verlieren den Ball. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Ja, da ist Platz jetzt. Super dazwischen gegangen. Das war zu weit weg. Der Schuss ist kein Problem für den Torwart. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Ja, guter Pass. Gute Aktion. Quintero, volle Parade. Ecke kommt in die Mitte. Sie können nicht klären, sind weiterhin im Bedrängnis.
ganz energisch. Vom Flügel zieht er jetzt dahin. Gnabry! Phänomenal! Ohne Worte! Aus der kurzen Distanz hat der Torhüter keine Chance. Und damit ein weiterer Treffer für die DFB-Elf, die sich hier ganz deutlich abgesetzt hat. Das ist eine ganz klare Angelegenheit. Die kontrollieren die Partie. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche. James Rodriguez. Macht er gut. Den trifft er nicht richtig, daher überhaupt kein Problem. Gut. Bekommt. Er ist frei, da kann was draus werden. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Fängt diesen Ball ab. Kann er was draus machen? Jetzt ist der Platz da. Und er hat den Ball. Klasse gehalten. Was für eine Gelegenheit. Er war ganz frei, aber der Torhüter gewinnt das Duell. Ecke kommt von Kimmich. Das sah vielversprechend aus, aber nur Ballverlust. Quintero. Jetzt ist Platz für den Konter. Sie verlieren den Ball. Schade, das war eine gute Kontermöglichkeit. Gefährlich. Das macht er sehr gut. Gnabry. Sie bieten sich an. Ja, könnte was werden. Da passt er auf und kann klären. Goretzka. Jetzt könnte es gefährlich werden. Es gibt 3 Minuten obendrauf, wurde gerade angezeigt. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Tolle Aktion vom Tor. Ecke kommt in den 16er. Ja, klasse, Ball erstmal weg. Die erste Hälfte haben sie komplett verpennt. 3 Treffer müssen in Durchgang 2. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Ich bin gespannt, ob sie weiterhin so dominant auftreten können. Via. Jetzt ist es gefährlich. Leon Goretzka. Borre. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Jetzt ist er durch. Die Chance. Da hätten sie fast das Tor gemacht nach diesem Konter. Ja, da hat fast alles gestimmt. Da haben sie drauf gelauert. Eine gute Aktion. Kimmich. Gut. Goretzka. Was macht er draus? Sauber und fair vom Ball getrennt hier. Gute Ballannahme, obwohl sie da natürlich an den Rand. Da kommt der Pass. Da kommt der Steilpass. Macht er ihn! Das war die Chance, Buschi, aber macht nichts draus. Nee, und den muss er machen. Das muss er cleverer lösen, das kann er viel besser. Kimmich. Gut. Goretzka. Leon Goretzka. Goretzka! Er ist noch heiß! Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Einwurf Kolumbien.
Kolumbien wechselt aus, neuer Mann kommt rein, Buschi. Ja, und der Trainer hofft natürlich, dass das jetzt nochmal frischen Wind bringt. Rodriguez. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Gutes Tackling. Das frühe Stören jetzt. Gefährlich. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Kann er was draus machen? Ja, die Flanke bringt nichts ein. Gnabry. Ah, da wäre jetzt Platz. Ist es das? Phänomenal! Ohne Worte! Komfortable Führung für Deutschland. Wirklich ein überzeugender Auftritt. Es geht eigentlich nur noch darum, Wolf, das Ding seriös zu Ende zu spielen. Am Sieg selbst gibt es hier keine Zweifel mehr. Eine einseitige Angelegenheit. Das drückt auch das Ergebnis aus. Guter. Oh, viel Platz jetzt. Und da macht er sein zweites Tor. Da ist die Auswechslung, die Fans feiern ihn, kein Wunder. Ja, definitiv einer der besten Spieler auf dem Platz. Wieder ein Treffer, 5-0. Das spricht eine deutliche Sprache. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Da geht die Fahne hoch und das auch noch zurecht. Der Pass kam vielleicht ein Tick zu spät. Kolumbien wechselt aus, neuer Mann kommt rein, Buschi. Ja, schauen wir mal, ob das jetzt auch den erhofften Erfolg haben wird. Ja, könnte was werden. Guter Versuch, aber der Torwart kann parieren. Ja, viele sind bisher ja nicht gelungen, aber das macht er gut. Ecke kommt von Kimmich. Und er gewinnt den Zweikampf. Borbe. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Klasse gemacht. Er verlucht. Das ist noch gefährlich. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Ballbesitz Kolumbien. Sieht gefährlich aus. So langsam wird es gefährlich. Könnte gefährlich werden. Es gibt Ecke. Kolumbien wechselt aus. Neuer Mann kommt rein, Buschi. Ja, und ich bin gespannt, wie das dann gleich auf dem Rasen aussehen wird. Auch ein taktischer Hin. Ecke kommt ins Zentrum. Nee, das wird nichts. Ball im Aus. Süle. Ist hier immer noch am Ball. Jetzt vielleicht. Und Tor! Er macht tatsächlich sein drittes Tor heute. Wahnsinn! Was für ein Instinkt und was für eine Quote. Das war sein drittes Tor in diesem Spiel. Was für ein Lauf. Vielleicht gibt es ja noch mehr. Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Sie haben Platz. Was macht er draus? Chance zur Flanke jetzt. Ball kommt weit. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis.
Gut. Der Ballverlust. Und den Ball hat er sich geholt. Starkes Tackling hier. Gut geklärt, das war wichtig. Kimmich. Der Schlusspfiff des Unparteiischen am Resultat dieses Gruppenspiels ändert sich nichts mehr und die Gäste haben diese heutige Partie also gewonnen. Exzellentes Spiel, klarer Sieg. In überzeugender Manier fahren wir am Ende den Dreier ein, den überzeugenden Dreier. Gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Da ist der Treffer, Tor Nummer 1 also in diesem Spiel. Früh setzen sie hier ein Zeichen, so kann es weitergehen. So, ihr Schnullerwagen, das war's für heute. Ich bin jetzt am Ende. Ich habe irgendwie keine Lust mehr heute. Keine Ahnung. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wir sehen uns und hören uns die Tage wieder. Aber haut rein. Bis bald.